die Prüfung von Ayyub a.s. Womit wurde er geprüft? Wer sagt mir das? Bitte. Krankheit. Mit Krankheit. Wie lange? 12 Jahre. Von dir nehmen wir auch keine Hadithe. Bitte schön. 18 Jahre. 18 Jahre. Die Braunschweiger mussten das wieder retten. 18 Jahre wurde er geprüft. Wer? Ein Prophet. Und man sagt, er hat eine sehr schlimme Krankheit gehabt. Bis zu dem Grad, dass alle Leute ihn verlassen haben. Überlegt, subhanallah. Und es blieben nur noch 2 Leute bei ihm. 2 Leute von allen Leuten. Und er war ein Prophet. Was sagte einer von diesen beiden letzten verbliebenen Freunden von Ayyub? Er sagte, Wallahi, Ayyub muss eine Sünde gemacht haben, die noch nie jemand auf der gesamten Welt gemacht hat. Sonst hätte Allah ihn nicht so bestraft. Überlegt, über wen haben sie schlecht vermutet? Über einen Propheten. Warum? Weil Allah ihn lange geprüft hat. 18 Jahre. Nur mit Krankheit oder womit noch? Womit wurde er noch geprüft? Mit seinem? Sein Vermögen ist dahin geschwommen. Bitteschön. Die hübsche Kleine. Bitte? Seine ganzen Sachen. Sehr gut. Alle sind weggekommen. Na. Seine gesamte Familie ist gestorben. Alle seine Kinder, wer ist übrig geblieben? Nur seine Ehefrau. Beschäftigt ihr euch auch mit den Geschichten? Alhamdulillah, man merkt das. Allahumma barik. Nur seine Frau ist übrig geblieben.